eingeladen. Yeah! Voll cool. Voll cool. Voll cool. Ja? Vorhin, vorhin. Digga. Zeigt von deinem Charakter. Charakter muss ich. Charakter hat Eier. Kammer fickt immer. Offensichtlich zieht er eine Show ab. Du Volltrottel. Aber ich führe einfach nur mehrere Beziehungen. Denn er hat zwei Beziehungen am Laufen. Jetzt bin ich immer noch in zwei Beziehungen. Liebe schöne Hände. Zu schleimig. Hau ab jetzt. Schaut echt ein bisschen dunkel aus. Ich bräuchte irgendwie hellgraue oder hellweiße Kleidung. Hellweiß? Servus Leute, mit herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von Der Bachelorette 2019 Gerda irgendwo in Griechenland. Heute gibt's Fetzereien, es wird gestritten, es gibt eine unangenehme Wendung am Ende, es gibt viele dumme Sprüche und es gibt ein Glas zu viel für Harald. Deswegen würde ich sagen, jetzt viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Na, ich dachte, du bist ein richtiger Pilot. Dann merkt man auch schon, wie ist ein Mensch eigentlich. Ich hasse den Typen. Aber bevor gelogen, ausgerastet und geirrt wird, sind die Gemüter ganz entspannt, oder Yannick? Das ist für mich kein Grund, jetzt hier hoch emotional zu werden. Like a match to a flame. Ne, 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 ne. Ja, der Yannick, der bleibt natürlich tiefenentspannt, so wie immer. Das ist maximaler Luxus. Lovely friends. Oh yeah. Jawohl. Okay, damals wurden die Zimmer von den Jungs also noch gezeigt. Heutzutage werden die Zimmer von den Jungs nicht gezeigt, aber beim Bachelor sind Kameras in den Zimmern von den Mädels drin. Ja, ich frage mich, wieso das so ist. Es gibt ja Leute, wo definitiv das deutsche Bildungssystem gescheitert ist. Ich hatte auch noch nie ein Bett mit Matratze, ich hatte immer nur Karton. Endlich, Digi. Oji hat jetzt nicht mehr nur einen Karton als Bett, sondern auch eine Matratze und einen Kopf über dem Dach. Ein Dach über dem Kopf, denn er muss sich ausruhen für Tag 2. Und ja, was gibt Schöneres als an einem Strand hier zu frühstücken noch mit zwei Jungs? Gut, dass ihr schon mal alleine anfängt zu futtern, denn es kommen diese zwei Boys. Fabio und Daniel für heute. Die sind so süß, oh mein Gott, ich liebe sie. Alle freuen sich, die Gerda zu sehen, aber ein Typ, der spricht seit der ersten Sekunde viel zu positiv von ihr. Ich liebe ihr Lächeln, ich liebe ihre Zähne, ich liebe ihr Zungenpiercing. Sie hat ein Zungenpiercing? Das habe ich bis jetzt, ist mir nicht aufgefallen, nein. Und vor allem, ich lebe auch in den Bergen. Voll cool. Voll cool, ja. Dann kannst du demnächst zu Bauer sucht Frau. Ja, voll cool. Sie ist komplett desinteressiert. Geil am Meer sitzen oder am Berg sitzen, Sonnenuntergang genießen. Ein ganz, ganz weirdes Date. Der Daniel redet viel zu viel. Der Fabian, er redet viel zu wenig, eigentlich gar nichts. Und die Gerda schaut so auf den Boden, als wäre gerade ihr zweimonatiges Katzenbaby vors Auto gelaufen. Darf ich mal? Ja. Ich liebe schöne Hände. Ja, und er ist einfach zu schleimig. Ey, da kommt ein Helikopter, ne? Hau ab jetzt. Ja, wie geil ist das denn? Anscheinend muss es in jeder Staffel der Bachelorette oder des Bachelors einen Helikopterflug geben. Und zwar nur mit einem von euch. Auf eine Insel fliegen mit dem Hubschrauber. Und ich würde mich für dich entscheiden. Würde dich gerne mitnehmen. Oh, 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 das war auf gut österreichisch gesagt ein Schlag in die Fresse für ihn, weil er hat gedacht, er kriegt das Date. Aber er war wohl doch zu schleimig. Also schon heftigen Kopf, würde ich mal sagen. Das ist ja schon ein Schlag ins Gesicht. Ja, es ist schon ein Arm. Arm. Bam, bam. Ich glaube, dass Daniels Ego jetzt auch bam, so richtig schön eingedellt wurde, weil er war sonst immer sehr aufgeblasen. Aber danke, ich habe deine Stimme gehört, falsche ja? Ratte. Warum? Das hast du ja gesagt, er gehört es nicht. Ich freue mich für ihn, dass er es nicht hat. Ja, ja, danke. Ja, habe ich auch gehört. Es zeigt nur von eurem Charakter. Wieder mal sein Argument, es zeugt von dem Charakter. Aber was ist daran schlecht, wenn ich jetzt jemandem sage, okay, ich freue mich mehr, dass der andere Kandidat das Date gewonnen hat. Und deswegen im Umkehrschluss freue ich mich mehr, dass du das Date nicht gewonnen hast. Ist ja mega romantisch und so. Oh mein Gott, ist die süß. Das bin ich so, wenn ich eine Katze sehe. Oh, oh mein Gott, ist die süß. Ja, ich finde das erstaunlich bei dir. Du bist 26 und du bist sehr tough. Du weißt, was du willst. Du bist sehr straight und das finde ich gut. Disclaimer, nicht schlimm, wenn man mit 26 oder noch älter nicht weiß, was man will. Aber wissen nicht die meisten mit 26 schon, was sie wollen? Wow, es belastet mich auf alle Fälle. Ja, der Daniel ist extrem gekränkt, dass er beim Date nicht mit durfte. Ich bin wieder da. Bist du bescheuert oder was?
kommen wird. Jetzt ist er da. Und die Frage aller Fragen. Aber um die wichtigsten Fragen vorwegzunehmen, nein, es gab keinen Kuss. Doch die Stimmung kippt gerade trotzdem. Ich gönn's dir, weil du hast super geiles Gespräch mit ihr geführt. Wow, wie der redet jetzt. Vorhin. Digga. Reaktion. Oh Digga, der Daniel war vorher so extrem eifersüchtig und plötzlich gönnt das dem Fabio, dass er auf das Date durfte. Ja, jetzt die Frage, was da los ist. Du musst aufpassen, wenn das jetzt mein Gesicht getroffen hätte, hätte ich gefliegt. OG braucht keine Partnerin, er nimmt auch gern mal den Feind. Das wäre richtig daneben gegangen. Ja, zeigt von deinem Charakter, Muschi. Ja, was denn mit meinem Charakter? Alles erzähl mal. Daniels Argumentesammlung zeigt von deinem Charakter. Ja gut, mehr weiß er auch nicht. Und der Daniel ist bisher auch extrem irgendwie schief. Der Charakter ist geil. Ja. Der Charakter hat Eier. Auf deinem Niveau wahrscheinlich schon, ja. Oh. Ein Kampf vom Feinsten. Es fehlt ja nur noch, dass sie ihre Mütter beleidigen. Was machst du? Ich gehe, sonst passiert was. Die Nerven liegen blank. Aber zur Beruhigung kommt eine Dame namens Gina vorbei. Ich wollte sehen, wie männlich denn die Jungs sind. Sehr, sehr männlich. Brrr. Hallo. Hi. Ach du Scheiße. Hi. Hallo. Ich habe mir was für euch überlegt. Wow, die Jungs, die freuen sich auch so sehr, dass die Gina da ist. So, das ist ja nicht zu fassen, wie viele Glücksgefühle da gerade aufschweben. Der Gewinner bekommt ein Abendessen mit mir. 3, 2, 1, los. Chillen. Und wer tut nicht nur mit seinem Bettgelaber, sondern auch mit seinen Pumperarmen nur so groß, obwohl eigentlich ein kleines Würstchen dahinter steckt? Du bist raus. Der Stärkste ist raus, was denn da los? Ja, ich glaub. Oh je, der kleine aufgeblasene Yannick ist als erster rausgeflogen, da ist wohl doch nur heiße Luft drin. Es lag auch einfach an der Lust, so ich mach mich nicht zum Affen für die Frau. Scheiße! Er macht sich nicht zum Affen für die Frauen, sieht aber aus wie ein Äffchen für die Frauen, damit er... Fehlt da nicht jemand? Wo ist der Serkan? Hi! Was passiert denn hier überhaupt? Ja, der Serkan hat geduscht, statt bei der Challenge anwesend zu sein. Und der Harald, der würde jetzt auch lieber duschen. Und zwar unter Bier. Also für die Verlierer gibt es hier eine Kiste Bier. Könnt auch gerne schon mal... Aber für die Gewinner auch, oder? Für die Gewinner auch, ja. Auf Gerda. Ja, der Einzige, der sich eine Flasche gönnt, ist der Harald. Und seinem Team geht's beim Reifenwechsel nicht so gut. Alter, wenn man im Team schon jemand hat, der Bier trinkt, Alter, dann weißt du schon Bescheid. Der Harald ist nicht auf die Challenge zugelaufen, sondern auf den Bierkasten. Man muss natürlich auch erstmal Prioritäten setzen im Leben und wenn es schon kostenlos ist, ja, dann kann man erstmal reinschütten, wie viel Platz ist. Feuer, genau, so hoch brennen lassen, dass das Ding durchbrennt. Feuer machen geht's, kein Problem. Der Österreicher kann das. Genau, wir Österreicher kennen das, wir müssen jetzt bald auch heizen im Winter. Ja! Yeah! Yes! Ja, und der Österreicher hat gewonnen. Gentleman ist... dass er um den Tisch herum geht, um mir den Wein einzuschenken. Das sind halt so Gesten, die schätzt man schon sehr wert. Okay. Nein, sorry. Also ich werde nicht aufstehen, um den Tisch herum gehen und ein Glas Wein einschenken. Das kann ich auch gerne im Sitzen machen. Es schmeckt immerhin gleich, egal ob es jetzt im Stehen oder im Sitzen eingeschenkt wurde. Also, Du bist ja Pilot. Ja, bist du hauptberuflich Pilot? Ja. Also ich habe... Was fliegst du so? Gleitschirm. Pilot, also Pilot. Na, ich dachte, du bist ein richtiger Pilot. Ja gut, im Grunde bin ich ja auch Pilot. Und am Wochenende, da war ich Raubkatzendompteur. Und ja, Influencer bin ich auch. Hier ist mein Rabattcode. Ding! Diese Frau gehört mir. Dieser Akzent ist so hobo, ich schwöre. Boah, geil. Der schmierige Österreicher kann sich beim Date tatsächlich ziemlich gut verkaufen, aber zu Körpernähe kommt es dann doch eher nicht. Komm her. Das war echt. Aua. Und nicht nur direkt vor ihr und auch nicht nur direkt im Interviewbereich, sondern auch direkt vor den Jungs muss er sagen, wie toll und toll und toll sie ist. Sehr geiles Gespräch gehabt, ohne Punkt und Komma. Das ist schlecht, ohne Punkt und Komma zu reden. Wir haben auch darüber gesprochen, wie manche Leute hier in der Villa sind. Gell? Ich habe ihr das ganz offen und ehrlich gesagt. Typen rauskristallisiert, die hier eine Show abspielen. Gell? Und es gibt einfach leider diese Jungs.
Er redet seit der ersten Folge, seit den ersten paar Aufnahmen, dass die anderen Leute ja so fake sind und mir ist es irgendwie extrem auffällig vorkommen, weil er irgendwie versucht, von sich abzulenken über das Thema. Okay, der hat zu wenig Hirn, dass er es schafft. Eine Show abziehen, die eine Show hier abziehen. Karma, Karma fickt immer. Diese Show-Abzieher. Wie oft möchte er die Phrase eine Show abziehen verwenden? Ja, sehr oft und ich hoffe auch sehr, dass er bald nicht mehr da ist, weil ja, offensichtlich zieht er eine Show ab, wenn er nur so redet. Oggi, unser kleiner lauter Rammelhase, trainiert schon brav und was hat der Harald dazu zu sagen? Der hat keine Körperfehlstellung, der hat im Schädel eine Fehlstellung. Aber hier sind aber auch richtig hässliche dabei. Ne? Ach ja, Harald, so unfair ist halt das Leben. Ne? Und der Österreicher und Serkan, die, glaube ich, fetzen sich jetzt bald mit dem Oggi. Dann beleidigst du ihn danach. Sei ruhig. Nerv mich jetzt nicht. Ja, Oggi, werd halt nicht beleidigen. Diskutiert einfach. Tamam, Serkan, sei ruhig. Nerv mich nicht. Aber nerv mich nicht. Ja, ich nerv dich nerv nicht. Nerv mich nicht. Tamam, rede nicht. Du hast mir nicht den Mund zu verbieten. Ich hatte tatsächlich so einen Oggi-Typen in der Klasse. 1,50 Meter breit, 1 Meter hoch und auch so mehr auf Gangster mit Goldkette, Plastikkette. Und hat sich immer versucht, irgendwie ein bisschen aufzuspielen, um ja, sich besser zu fühlen. Grüße gehen raus. Bullshit. Geh bitte freiwillig, du Volltrottel. Ich fuck euch nicht ab, ihr fuckt mich nicht ab. Dann passt. Fertig. Ja, alles so fair. Komm, so fair. Ja. Okay, ich hätte aber nicht gedacht, dass der kleine Agro-Oggi jetzt versucht, die Situation zu beruhigen und zu entschärfen. Aber ich bin gespannt, wie lange das noch anhalten wird, bis zum nächsten Eklat. Freue ich mich auf ein wenig Action. Okay, Oggi, Keno, Marco, Serkan, Tim. Das war schon krass. Und während die fünf Personen beim Date Spaß haben, erzählt der Yannick, wie es so war, als er sich beworben hat für die Bachelorette. Was hast du jetzt gesagt? Ich habe gesagt, ich ja nur in zwei, so. Also du hast wirklich zwei. Also bis zwei, das kann der Yannick schon. Bis dahin kann er zählen, denn er hat zwei Beziehungen am Laufen. Jetzt gerade, während der Show. Aber ich führe einfach nur mehrere Beziehungen. Aber ich liebe ja alle so. Ich muss alle. Aber er ist kein Player. Ich meine, er vögelt ja nur die, mit der er zusammen ist. Nach der Norm hatte ich noch nie eine Beziehung. Nach der Yannick-Norm bin ich immer noch in zwei Beziehungen. Hat der Typ überhaupt eine Berechtigung zum Studieren? Hat er überhaupt die Matura geschafft? Wenn du schreibst Singles, sagst du den Leuten, dass du alleine bist. Du hast keine Freundin. Single du heißt, du hast keine Freundin, ja. Genau. Du hast mehr. Ich gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre eigentlich so, das, was ich dachte halt immer Single, so, du suchst noch eine Frau, so. Man sieht ja förmlich, wie die Sonne durch seinen hohlen Kopf scheint und vorne wieder rauskommt. So, wie lange möchte er noch Single bleiben? Will er immer mehr Frauen anhäufen und dann denken, dass es den Frauen okay ist, dass er noch sechs andere hat? Ich danke euch auf jeden Fall allen, dass ihr ja, heute hier wart und dass ihr mit mir den Abend verbracht habt. Diese Rose geht an Tim. Willst du die Rose annehmen? Tim, der Polizist, bekommt jetzt schon mal eine vorzeitige Rose und das Date ist jetzt schon vorbei und es gibt kein Einzeldate mehr. Da war ich echt schon richtig geschockt, als ich dann da ankam und die stehen da so in zwei Reihen. Es war natürlich ein mega krasses Gefühl, schon unbeschreiblich irgendwie. Dann kann die Rauswurfnacht ja beginnen. Der Alkohol ist gekühlt, die Gesprächsthemen sind da und hier sind die besten Szenen. Komm, genieß es mit uns. Ich genieße hier. Ja? Also meine Erwartung ist halt, dass sie mir beweist, dass sie überhaupt Interesse an mir hat. Wie kann sie das dem Yannick überhaupt beweisen, dass sie Interesse hat? Vielleicht mit einem halbnackten Tanz und einer Nacht in der Private Suite? Was anderes wird er halt nicht als Beweis ansehen. Und geht's dir gut? Nee. Nee, der Harald braucht noch ein paar Getränke, dann geht's ihm gut. Wir haben doch echt geil miteinander gesprochen. Ja, haben wir auch, auf jeden Fall. Okay. Und du kriegst deine Zeit, ich schwör dir. Einfaches Sprichwort, eine Ratte bleibt eine Ratte. Ja, mittlerweile sind nicht nur die anderen Jungs, sondern auch die Gerda von Daniels schleimiger Wichtigtuerei genervt. Ich setze jetzt mal mein nicestes Smile auf, okay? Okay. Hey, ich bin aber ein bisschen betrunken, gell? Ich sag's euch. Bisschen betrunken ist nicht nur er, sondern auch ein anderer Typ. Er hat schon eine Rose bekommen, aber dann sagt er das hier. Fabio. Entweder nehme ich die Rose. Oder ich nehme die Rose nicht. Und hier ist seine Entscheidung inklusive Begründung. Und leider konntest du mir die Frage, was dich besonders macht, heute nicht mehr beantworten. Werde dich leider verlassen. Okay. Oh je, ein Kandidat mehr, der heute gehen muss. Und zwei Kandidaten werden noch gehen. Und das hier ist noch die letzte Rose. Wenn du diese Rose annehmen würdest, Daniel.
Ja, die Freude ist auch nicht wirklich groß, dass Daniel geblieben ist. Muss ich mich leider verabschieden. Ich danke euch trotzdem, dass ihr hier wart. Nein, unser kleiner Rammel Yannick, der muss jetzt ohne dritte Frau nach Hause gehen. Zwei schöne, hübsche Mädchen zu Hause. Auf jeden Fall werde ich jetzt zu Hause erstmal schön in Freiheit Sauna ballern und in die Shisha-Bar gehen. Sauna ballern und in die Shisha-Bar gehen. Da fehlt ja nur noch die extrem harte Solariumbräune, dann ist er ein moderner Influencer. Nächste Woche. Zieh jetzt bei euch ein. Heute ist einfach die Bombe geplatzt. Und zwar soll einer von euch in einer festen Beziehung sein. Schaut spannend und eskalierend aus. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, abonniert sie gerne hier oben meinen Kanal. Schaut hier oben in das Sommerhaus der Stars, hier unten in die neue Staffel Couple Challenge. Lasst mir sie gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Ach, Yannick, der Arme.